Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wenn ich zum Beispiel Maxi Mittelstädt sehe, der sein erstes Länderspiel macht, wie abgeklärt er das gespielt hat heute, das ist absolut hervorzuheben. Und ja, dementsprechend können wir, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein heute. Das waren die Worte von Real Madrid-Star Toni Kroos am Samstagabend im ZDF nach dem 2:0-Testspielsieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich. Und wenn ein Star von Real Madrid einen Debütanten des VfB Stuttgart dermaßen lobt, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, wie ich finde. Wir werden darüber sprechen, nicht mit Philipp Meisel, der lässt sich in dieser Woche entschuldigen, der hat frei, aber stattdessen habe ich mir einen Frei hier in die Aufnahme reingeholt, nämlich Jürgen Frei aus unserer Sportredaktion. Jürgen, ich grüße dich. Hallo Christian, servus. Ja, und wir haben dich bewusst auch jetzt in diese Folge mit reingenommen. Erstens, weil du frische Einblicke hast vom VfB 2, der zuletzt 2 Last-Minute-Siege gefeiert hat in der Regionalliga Südwest. Du kennst dich bestens aus, auch im Nachwuchs- und Amateurfußball. Und du hast beste Eindrücke rund um den 1. FC Heidenheim, den kommenden Gegner des VfB Stuttgart in der Bundesliga am Ostersonntag. Deswegen werden wir darüber nachher im Detail sprechen, haben aber natürlich nicht nur die beiden Geschichten, sondern schauen natürlich zurück auf die DFB-Auftritte unserer VfB-Spieler, haben dann ganz aktuell die Marktwerte des VfB Stuttgart, die geupdatet wurden unter der Woche, die präsentiert uns Felix, und haben natürlich auch die neuesten Entwicklungen rund um die vereinspolitische Thematik an der Mercedesstraße. Zuerst aber nochmal der Blick zurück auf die Länderspiele. Und was waren das für verrückte Tage? Ich glaube, vor allem für Maximilian Mittelstädt. Am Dienstagabend in Frankfurt gegen die Niederlande, da patzt er erst in der Anfangsphase, verursacht so das 0:1 und erzielt dann wenige Minuten später mit einem Traumtor das 1:1. Zeigte sich generell danach auch sehr, sehr auffällig. Im weiteren Verlauf gegen die Niederlande dann auch noch Chris Führig eingewechselt worden. Am Ende stand ein 2:1-Sieg gegen die Niederlande. Niklas Füllkrug von Borussia Dortmund hat dann noch ein spätes 2:1 geschossen mit der Schulter und Torlinientechnik. Das ist dann auch irgendwie alles gut gegangen. Dennis Undaff und Waldemar Anton, die standen gegen die Niederlande nicht auf dem Platz. Aber am Samstagabend in Frankreich, in Lyon, gegen die Equipe Tricolore, da gab Maximilian Mittelstädt bereits sein Debüt in der Startelf, hat auch da schon beinahe ein Tor erzielt und beinahe übrigens auch ein Eigentor, das Antonio Rüdiger in der Schlussphase noch spektakulär verhindert hat. Aber auch da war schon Maximilian Mittelstädt über die gesamte Spielzeit auf dem Platz, sehr auffällig. Chris Führig ebenfalls eingewechselt und am Ende eben auch noch Dennis Undaff und Waldemar Anton, die in Lyon debütierten. Und ich glaube, dieses Bild, das am Ende mit allen 4 VfB-Spielern im Deutschland-Trikot um die Welt ging, möchte ich fast schon sagen. Das hat sich sehr eingebrannt und ich glaube, da ist vielen VfB-Fans da draußen das Herz aufgegangen. 4 VfB-Spieler im DFB-Trikot auf dem Platz mit Abpfiff in Lyon. Unglaublich, was sich da zugetragen hat und unglaublich auch diese Entwicklung. Ich würde sagen, Jürgen, wir schauen auch mal im Fokus auf dieses Spiel in Frankreich, denn das war in meinen Augen noch eindrücklicher und einfach, weil es auch das erste Mal war für 3 VfB-Profis, alle 4 auf dem Platz, 2:0 in Lyon. Hast du das Spiel sehen können am Samstagabend? Ja, ich habe mir's angeschaut, auf jeden Fall, ja. Wie waren deine Eindrücke? Ja, es war natürlich für alle sehr überraschend, sehr, sehr positiv, dass die Mannschaft da endlich das gezeigt hat, was man sich von ihr erwartet hat, auch diese Euphorie auch schon geschürt hat mit Blick auf die EM. Und ja, ich denke, nach diesen Niederlagen gegen Türkei und Österreich hat das wirklich Julian Nagelsmann gut gemacht, zum Anlass genommen, das Ganze auch radikal umzubauen. Und ja, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Hast du damit gerechnet, dass Maximilian Mittelstädt direkt in der Startelf stehen würde? Ich meine, dass diese Linksverteidigerposition im DFB schon seit Jahren ein Problem ist, hat ja unter anderem die Tatsache gezeigt, dass Oliver Bierhoff mal Borna Sosa einbürgern wollte für Deutschland. Aber hast du damit gerechnet, dass er auch direkt von Anfang an auf dem Platz steht? Ich habe damit gerechnet, weil er es eigentlich im Vorfeld auch angedeutet hat, dass es so kommen wird. Und ja, diese ungewöhnlich erfolgreiche Saison des VfB und natürlich auch von Bayer Leverkusen machten es Julian Nagelsmann ein Stück weit auch leicht, dass man ihm da nicht irgendwelchen Aktionismus vorwirft, sondern wirklich, dass man auch offen war dann natürlich für Neues, dass man nicht verschlossen war, sondern einfach gesagt hat, ja,
das ist doch eine gute Lösung, da einfach auf neue Dinge zu bauen. Und von dem her fand ich, dass die Maßnahme mit Mittelstädt nicht ganz unerwartet kam. Und genauso wie wir schon Toni Kroos vorher gehört haben, bei den Kollegen des ZDF am Samstagabend, so hat sich auch eben dem ZDF gegenüber Maximilian Mittelstädt nach dem Spiel geäußert. Ich würde sagen, hören wir mal kurz rein, was er der Kollegin da ins Mikrofon diktiert hat. Ja, ich glaube, schöner kann es nicht sein, wenn du hier in Frankreich mit 2-0 gewinnst. Ich glaube, wir haben ja ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Haben ja klar nach ein paar Sekunden das 1-0 gemacht, was uns natürlich extrem in die Karten gespielt hat. Aber auch so sehr konsequent verteidigt, Umschaltmomente gut genutzt, viele Chancen rausgespielt. Und ja, ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Die Jungs haben mich super aufgenommen, haben es mir extrem einfach gemacht. Ich glaube, hier entsteht gerade einfach ja was Großes. Und ich glaube, das hat man heute schon gesehen im Ansatz, dass wir Bock haben zu spielen, dass wir uns miteinander sehr gut verstehen, sehr gut harmonieren und ja, genauso weitermachen müssen. Natürlich weiß ich um meine Rolle und klar, versuche ich demütig zu sein. Trotzdem möchte ich mit meiner Energie der Mannschaft auf dem Platz helfen. Und ja, ich habe heute alles gegeben, um der Mannschaft zu helfen und ich denke, es hat auch sehr gut funktioniert. Soweit Maximilian Mittelstädt im ZDF noch am Samstagabend, ganz frisch, man hat es gehört, er war selbst noch ein bisschen aufgeregt und wahrscheinlich auch ein bisschen überwältigt von all dem, was passiert ist. Aber ich mag diesen Spirit, Jürgen, den er da einbringt, den er sagt, ich hänge mich da voll rein, ich habe das Gefühl, hier entsteht was Großes, auch Stichwort Leistungsprinzip, Stichwort die besten Spieler sollen da auf dem Platz stehen und dass so ein bisschen auch nicht mehr so sehr auf das Wert gelegt wird, was vielleicht früher mal geleistet wurde vom einen oder anderen Spieler, sondern die besten 11 stehen auf dem Platz. Ja, ich habe das Gefühl, dass einfach auch ein besseres Gleichgewicht auf dem Spielfeld herrscht, dass eben auch ein Andrich neben Groß spielt. Das wirkt sich positiv aus. Ich finde es gut, dass Julian Nagelsmann klare Entscheidungen trifft, wie beispielsweise zu sagen, Neuer ist meine Nummer 1. Da herrscht Klarheit, auch wenn er jetzt verletzungsbedingt nicht spielen konnte. Und er hat Hierarchien zerschlagen im Mittelfeld beispielsweise. Er hat die Abwehr umgebaut und klar, diese Misserfolgsserie durch die Spiele gegen Türkei und Österreich haben es ihm einfach gemacht, anders aufzustellen, das Ganze radikal umzubauen, aber es gehört trotzdem ein gewisser Mut dazu. Und ich warne ein bisschen davor, dass man jetzt alles zu gut sieht. Das geht mir ein bisschen zu schnell, aber auf jeden Fall ist ein erster Schritt getan in die richtige Richtung und den gilt es jetzt einfach fortzusetzen. Ja, sehe ich auch so. Und dass natürlich direkt nach 8 Sekunden das Ding so funktioniert mit Anstoß, Toni Kroos, Florian Wirtz hat natürlich auch sein Übriges zum Spielverlauf in Frankreich jetzt beigetragen. Ne? Wenn du da mit diesem Rekordtor nach 8 Sekunden 1-0 führst, dann spielt es sich natürlich ganz anders, als vielleicht wenn du direkt irgendwie hinten reingedrückt wirst von Mbappé und Co. Also der Spielfilm hat da auch schon reingespielt, aber trotzdem, ich glaube für das Grundgefühl war das was sehr Gutes. Das hat man, glaube ich, den Spielern hinterher angemerkt, das hat man Julian Nagelsmann hinterher angemerkt und aus VfB-Sicht ist natürlich dann sozusagen die Sahne auf den Keks, würde glaube ich Marc van Bommel sagen, dass dann nicht nur Maximilian Mittelstädt von Anfang an spielt, sondern dass dann auch nach 70 Minuten Chris Führig eingewechselt wird, dem Spiel seinen Stempel aufdrückt, dass dann auch Dennis Undaff und Waldemar Anton debütieren und wenn man sich das ein bisschen anschaut, Dennis Undaff, glaube ich, direkt der erste Ballkontakt war ein ziemlich gefährlicher Schuss, wo nicht viel gefehlt hat, dass er sogar mit seinem ersten Ballkontakt vielleicht sein erstes Nationalmannschaftstor erzielt, also auch da direkt seinen Stempel aufgedrückt. Maximilian Mittelstädt hatte sehr viel zu tun, defensiv wie offensiv, also da war, glaube ich, viel dabei und für mich persönlich war das auch irgendwie so schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was den VfB und seine Fans nächste Saison erwartet. So dieses ganze Gefühl, abends um 21 Uhr, großes Stadion, Flutlicht, dieses ganze ein bisschen feierlichere Ambiente, das ist auch das, was den VfB dann international erwarten wird. Und ich glaube, da haben gerade die Kollegen Mittelstädt, Anton Führig und Undaff schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was das denn alles geben könnte in der nächsten Saison, auch wenn das jetzt natürlich nur ein Testspiel gewesen ist. Aber ich glaube, aus VfB-Sicht ganz, ganz erwähnenswert und ganz, ganz stark, dass wirklich alle auf dem Platz standen zum Schluss, dass wir aus VfB-Sicht 3 Debütanten haben. Chris Führig war ja schon letztes Jahr im Oktober bei der USA-Reise mit dabei.
Aber dieses eine Bild auch von den Vieren, ne, wie sie da nach dem Spiel auf dem Platz stehen und sich unterhalten, jetzt schon fast schon ikonisch, würde ich sagen, aus VfB-Sicht. Also das war ein gelungener Abend und auch hier bleibt natürlich das Wichtigste zu erwähnen, nicht nur die vier aus dem DFB-Team, sondern für alle Profis, die gerade mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, die spielen auch noch unter der Woche. Toi, 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 dass das alles gut geht und alle Spieler dann bis zum Wochenende gesund wieder auch von ihren jeweiligen Nationalteams zurück sind. Und dann haben wir eine ganz andere Geschichte, die wir normalerweise gar nicht so liefern können, weil meistens Mittwoch der Tag ist, an dem Transfermarkt seine neuen Marktwerte liefert. Und weil wir aber jetzt eben schon am Mittwoch für euch zu hören sind, haben wir uns gedacht, setzen wir unseren Felix auf dieses Thema an und präsentieren euch hier an dieser Stelle kurz, kompakt, zusammengefasst in akustischer Form die neuen Marktwerte des VfB Stuttgart. Bitte, Felix. Beim Zwischenupdate der Marktwerte von Transfermarkt.de haben die Schwaben mal wieder abgesahnt. Dies natürlich aufgrund der herausragenden Bundesliga-Saison, aber sicherlich auch durch die Nominierungen für die Nationalmannschaften. Insgesamt ist der Kaderwert im Ranking von Platz 5 auf Platz 4 der Bundesliga gestiegen und international von Rang 50 auf Rang 39. 277,9 Millionen Euro. Nach dem Sommer 2023 lag dieser noch bei 116,6 Millionen. Nur der Hut verlor an Wert im Update, das nur ausgewählte Spieler betraf, von 14 auf 8 Millionen rund. Kleinere Steigerungen bekamen Leveling von 4,5 auf 6 Millionen und Karasor und Wagnermann beide von 8 auf 10 Millionen Euro. Ito ist nun 3 Millionen Euro mehr wert, Marktwert 25 Millionen. Stiller ist weiter auf dem Weg nach oben von 14 auf 18 Millionen. Dennis Undorf und Enzo Mio stiegen beide um 5 Millionen. Der deutsche Nationalspieler ist nun bei 22 Millionen. Der französische U-Nationalspieler bei ganzen 30 Millionen. Nun zur Top 3, alles deutsche Nationalspieler. Waldemar Anton und Chris Führig sind beide nun 8 Millionen Euro mehr wert. Beim Kapitän des VfB stehen nun 18 Millionen, bei Führich 25. Den größten Sprung macht Maximilian Mittelstädt. Im Sommer noch für kolportierte 500.000 Euro vom Absteiger Hertha BSC gekommen, war er schon vor dem Update 5 Millionen Euro wert. Darauf kommen nun noch einmal ganze 9 Millionen. Mittelstädt steht auch als Personalie sinnbildlich für die Entwicklung, den Erfolg der Schwaben und nun bei einem Marktwert von ganzen 14 Millionen Euro. Ja, vielen Dank, Felix, an der Stelle. Also auch da hat er uns mit Zahlen beliefert, nicht nur mit den aktuellen vom Platz am Wochenende, sondern auch jetzt mit denen abseits des Feldes. Jürgen, ich meine, dass der VfB Stuttgart in dieser Saison wahnsinnige Leistungen zeigt und auf dem dritten Tabellenplatz steht, ist klar. Dass dann auch die Erhöhung der Marktwerte damit einhergeht, ist auch klar. Hast du diese Entwicklung in der Form kommen sehen, gerade vielleicht mit Blick auf deinen letzten Besuch bei uns vor einem Dreivierteljahr? Nee, also in der Form hat man das sicherlich nicht erwarten können. Es war da die Hoffnung da, aber dass es sich so extrem entwickelt, weg von einem Relegationsplatz, wo man dagegen den HSV gekickt hat und dann so durchzustarten, so frisch, fromm, fröhlich drauf loszuspielen mit einer Konstanz und einer Kontinuität. Ich glaube, das konnte keiner erwarten und da kann man wirklich nur sagen, Hut ab. Und auch hier natürlich Maximilian Mittelstädt, wenn man sich anschaut, für welche Summe er zum VfB gewechselt ist, von Hertha BSC. Und dieser Sprung ist natürlich krass. Wir hatten auch schon in den vergangenen Transfermarkt-Updates natürlich große Sprünge. Natürlich vor allem bei Serhou Guirassy, bei Dennis Undorf, und dass jetzt eben aber auch diese anderen Spieler da in den Fokus rücken. Auch die Spieler, die zuletzt nicht für den DFB nominiert wurden, aber einfach performen in der Bundesliga, das ist tatsächlich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, das werden wir natürlich weiter auch für euch beobachten und wenn da das neue Update kommt, euch da auch auf dem Laufenden halten. Ihr könnt, das packen wir euch in die Shownotes, alle Zahlen nochmal in Ruhe durchlesen bei uns. Das verlinken wir euch, wie gesagt, unten und könnt ihr da das, was der Felix euch gerade in akustischer Form geliefert hat, nochmal ganz in Ruhe euch zu Gemüte führen. Wir gehen jetzt in eine ganz kurze Werbung und sind dann gleich wieder da. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. So, da sind wir zurück und wir haben es euch ja in den vergangenen beiden Wochen versprochen. Wir werden euch rund um dieses Thema Vereinspolitik, Machtkampf weiterhin versuchen, so gut es geht, mitzunehmen. Es ist auch in den vergangenen Tagen wieder etwas passiert und zwar hat sich die Cannstatter Kurve
zu Wort gemeldet am Wochenende mit einem ausführlichen Statement. Und weil ich hier in dieser 283. Podcast-Stadtfolge sowieso schon viel zu reden habe, habe ich mir gedacht, ich hau unseren Kollegen Felix Frey aus unserer Online-Redaktion mal an und er liest euch dieses Statement einmal ganz in Ruhe vor, damit auch ihr wisst, worüber wir hier reden. Statement der Cannstatter Kurve. Es reicht. Unser VfB bringt uns auf dem Rasen Woche für Woche große Freude und kämpft sogar sensationell um einen Platz in der Champions League. Doch statt dies nach all den schwierigen Jahren einfach genießen zu können, kam es zum großen Knall auf vereinspolitischer Ebene. Das gelebte Versprechen, dass der Präsident des e.V. in Personalunion den Aufsichtsratsvorsitz in der AG übernimmt, wurde gebrochen. Schockiert und wütend haben wir die Ereignisse der letzten Wochen zur Kenntnis genommen. Es muss an dieser Stelle die Frage gestattet sein, ob es den Personen, die den jetzigen Zeitpunkt zur Revolte mit der Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzes gewählt haben, wirklich um das Wohl des VfB geht. Der Schaden und die dadurch entstandene Unruhe ist enorm. Kurz gesagt, wir haben die Schnauze voll. Der Prozess und die Entscheidung zur Ausgliederung im Jahr 2017 haben für tiefe Gräben in der Mitgliedschaft des VfB gesorgt. Die Jahre danach waren geprägt von ständigen Grabenkämpfen, permanenter Unruhe sowie tiefem Misstrauen gegenüber und zwischen den handelnden Personen. Anstatt den VfB in ruhiges Fahrwasser zu führen, wird nach nur wenigen Jahren ein zentrales Versprechen der Ausgliederung einseitig aufgekündigt. Damit geht ein erneuter, kompletter Vertrauensverlust bei weiten Teilen der Fans und Mitglieder einher. Ein einseitiges Aufkündigen von Absprachen sowie ein unsauberes Herbeiführen von Entscheidungen seitens des Aufsichtsrats der AG werden nicht die Ruhe sicherstellen, die wir eigentlich alle wollen. Die Porsche AG, vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Lutz Meschke und Albrecht Reimold, nutzte offensichtlich die angespannte finanzielle Lage des VfB, um mit unverfrorenen Forderungen in die Verhandlungen zu gehen. So wurde schon zu Beginn der gewählte höchste Repräsentant des Hauptanteilseigners, der Präsident des VfB e.V., zunächst massiv in Frage gestellt und am Ende mit Unterstützung des Daimler-Vertreters Peter Schimon entmachtet. Man darf sich an dieser Stelle fragen, wie es um das Demokratieverständnis bestellt ist. Fakt ist, das Vertrauen in die Integrität des Verhältnisses zwischen Porsche und dem VfB sowie in die handelnden Personen sind von Anfang an massiv beschädigt. Die vom e.V. in den Aufsichtsrat der AG entsandten Mitglieder des Aufsichtsrats stellten sich im Votum ebenfalls mehrheitlich gegen den Präsidenten des e.V. Allen voran die Personalie Tanja Gönner ist hier zu hinterfragen. Nicht nur, dass der Name in der Stuttgarter Stadtgesellschaft aufgrund ihrer politischen Vergangenheit mehr als nur polarisiert, übernahm Frau Gönner nun zuerst die Lösungsfindung im AR, um am Ende des Prozesses selbst den Vorsitz des Gremiums zu übernehmen. Als Mitglieder des VfB sind wir ebenfalls extrem enttäuscht und verärgert über das Präsidium des e.V. Mit Zusagen und Unterschriften unter Absichtserklärungen, egal was möglicherweise noch hinzugefügt wurde, und dem damit einhergehenden Verlust des Aufsichtsratsvorsitzes in der AG wurden die Mitglieder und die Interessen des e.V. verraten und verkauft. Mit dem Verlust des Aufsichtsratsvorsitzes ist der Präsident des e.V. auch kein Teil des Präsidialausschusses mehr. Dies ist eine Art schnelle Eingreiftruppe des Aufsichtsrates, wenn es um schnell abzuwickelnde, zustimmungspflichtige Geschäfte, wie zum Beispiel Trainerverpflichtungen oder Transfers, die ein gewisses Budget überschreiten, geht. Der Präsidialausschuss setzt sich aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden, seinem Stellvertreter sowie dem Vizepräsidenten des e.V. zusammen. Es geht hier im Kern nicht um die Person Klaus Vogt, sondern um das Amt des Präsidenten des e.V. und die bestmögliche Vertretung der Mitgliederinteressen in der AG. Kritik an der Person Klaus Vogt entzündet sich schon länger und schwächt nun endgültig den e.V. gegenüber der AG. Vogt konnte seit der letzten Wahl gemeinsam mit dem neuen Präsidium maßgeblich Einfluss auf die Gremien, vor allem auf die neue Besetzung des Aufsichtsrats der AG nehmen. Und doch verliert Klaus Vogt am Ende auch durch eigene Zusagen das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden und steht zudem im Präsidium isoliert da. Ausgerechnet Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller gab hier ebenfalls eine verheerende Figur ab. Nachdem er bereits im März 2023 in einem Zeitungsinterview das Versprechen, dass der Präsident qua Amt Aufsichtsratsvorsitzender der AG ist, öffentlich in Frage stellte, unterschrieb auch er vor dem Porsche-Deal die Absichtserklärung und trug mit seiner Enthaltung beim letztendlichen Votum innerhalb des Aufsichtsrates einen entscheidenden Teil dazu bei, dass die Mitgliederrechte beim VfB verkauft wurden. Das gesamte Präsidium hat es sich in der Wiederwahl weitgehend in der auf Wolfgang Dietrich zugeschnittenen e.V. und AG-Struktur bequem gemacht.
Es wurde nicht versucht, diese zu verbessern oder zum Beispiel Teile des Systems, wie das Versprechen, dass der Aufsichtsratsvorsitz beim Präsidenten des e.V. liegen sollte, auf eine Basis zu stellen, die nicht vom Wohl und Wehe der Investoren abhängt. Auch die noch immer bestehenden Zirkelbezüge zwischen Präsidium und Vereinsbeirat müssen an dieser Stelle beispielhaft genannt werden. Auch, ebenfalls frei von der konkreten Person, wurde der Fanvertreter im Aufsichtsrat abgesetzt und es wurde seitens des Präsidiums verpasst, einen Prozess aufzusetzen, der diese Problematik auflöst. Oftmals stand der zielgerichteten Arbeit auch die interne Zerstrittenheit des Präsidiums im Wege. Aufgrund dessen hat das Kommando Cannstatt bereits im Juli 2023 satzungsgemäß einen Schlichtungsantrag beim Vereinsbeirat eingereicht, da aus Sicht der Gruppe die Führung des Vereins durch die weitreichenden Unstimmigkeiten zwischen Klaus Vogt und Christian Riedmüller nachhaltig beeinflusst wurde. Trotz der Tatsache, dass die Mitgliederversammlung im Sommer 2023 mit nur leichten Begleitgeräuschen ohne die ganz große Eskalation über die Bühne ging und sogar die Ehrenpräsidenten Erwin Staudt und Manfred Haas zur Schlichtung bemüht wurden, trat keine nachhaltige Änderung ein. Das Ergebnis des Verhältnisses im Präsidium sehen wir jetzt in der aktuellen Situation. Die komplette Führung des e.V. inklusive des Vereinsbeirats muss sich vorwerfen lassen, dass man aufgrund von ständigem Aufhalten an Kleinigkeiten und persönlichen Eitelkeiten keinen ernstzunehmenden Ausgleich zu den Kapitalinteressen in der AG geschaffen hat. Bereits auf der letzten Mitgliederversammlung im September 2023 richtete das Kommando Cannstatt ebenso deutliche wie kritische Worte an alle Gremienvertreter des e.V. Im Nachgang der Mitgliederversammlung adressierte der Schwabensturm Stuttgart einen deutlichen Brief mit klaren Forderungen an das Präsidium und den Vereinsbeirat, die gewählten Gremien des Vereins. Unter anderem wurde in diesem nochmals deutlich auf die notwendige Geschlossenheit sowie das nicht funktionierende Miteinander hingewiesen. Insbesondere das Präsidium ist bis zum heutigen Tag nicht in der Lage, darauf angemessen und geschlossen zu reagieren. Ein halbes Jahr später lässt sich festhalten, dass seither nichts besser wurde. Im Gegenteil. Der e.V. gibt ein verheerendes Bild nach außen ab und agiert intern wie extern extrem schwach. Unsere Geduld ist am Ende. Das Präsidium als Ganzes sowie die einzelnen Personen sind für uns hiermit endgültig gescheitert. Wir fordern einen sofortigen Rücktritt des gesamten Präsidiums des e.V., namentlich Präsident Klaus Vogt, Vizepräsident Rainer Adrian und Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller. Durch den Verkauf und Verrat der Mitgliederrechte ist die Vertrauensbasis endgültig komplett zerstört. Erschwerend hinzu kommt die Zerstrittenheit und die damit einhergehende Schwäche als Präsidium des e.V. Eine ruhige Zukunft kann es so nicht geben. Eine sofortige Rückgabe des Aufsichtsratsvorsitzes zunächst an den vom Vereinsbeirat einzusetzenden Interimspräsidenten, nach der Neuwahl an den neuen Präsidenten des VfB Stuttgart e.V. als Hauptvertreter des größten Anteilseigners der AG. Ein glaubhaftes Bekenntnis des Aufsichtsrats der AG, die Interessen der Mitglieder des VfB e.V. ernst zu nehmen, zu respektieren und im Sinne der 50+1-Regel und des Leitbildes des VfB zu agieren. Gezeichnet Cannstatter Kurve. Ja, vielen Dank, Felix, an der Stelle. Also der andere Felix. Ihr hört, wir haben zwei Felixe da bei uns, die sich da einbringen. Vielen Dank dafür. Drei konkrete Forderungen, die da am Ende des Tages stehen, die von den Fans aus der Cannstatter Kurve gefordert werden mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen. Bisher stand Dienstagnachmittag, gab es darauf jetzt keine großartigen Reaktionen. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das dann auch am Sonntagnachmittag beispielsweise im Stadion darstellt gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist aber noch ein Weilchen hin. Für den Moment ordnet unser Sportchef Dirk Preis aber mal die Gesamtsituation rund um den Machtkampf und die Vereinspolitik beim VfB Stuttgart ein und hat da seine ganz persönliche Meinung dazu. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. So ein bisschen ist auch im Umfeld des VfB Stuttgart während der Länderspielpause Ruhe eingekehrt, doch hinter den Kulissen wurde viel besprochen, viel analysiert, viel in die Zukunft gedacht. Und das alles ist Zeichen dafür, dass der VfB sich vereinspolitisch weiterhin im Ausnahmezustand befindet. Von Klaus Vogt ist seit Tagen, / Wochen nichts zu hören. Er ist als Aufsichtsratsvorsitzender ja abgesetzt worden. Grund ist seine Zusage, die er gegeben hat im vergangenen Sommer, dieses Amt abzugeben, nicht die Präsidentschaft, sondern den Vorsitz des Aufsichtsrats. Das war eine Bedingung
für Porsche für den Einstieg beim VfB als Investor ist. Hat da diese Zusage geleistet, wollte dieser dann aber nicht nachkommen. So kam es zum großen Knall und nun ist die Frage, wie es weitergehen soll. Die Cannstatter Kurve mit dieser Signatur war das Ganze unterzeichnet, hat ihm am vergangenen Freitag ein Statement abgegeben und hat den Rücktritt aller drei Präsidiumsmitglieder gefordert. Das wäre natürlich Tabula Rasa an der Vereinsspitze und man müsste einen Interimspräsidenten einsetzen. Ob der dann sofort wie gefordert das Amt des Aufsichtsratschefs übernehmen könnte, ist äußerst fragwürdig. Fraglich würden wahrscheinlich die anderen Aufsichtsratsmitglieder so nicht mitgehen. Die Forderung steht im Raum. Man hört aber auch, dass nicht das ganze Fanlager sich hinter dieser Forderung versammelt. Vielen ist es zu radikal, diese Forderung, die womöglich auch in eine Handlungsunfähigkeit führen könnte. Deshalb gibt es auch viele im Bereich der organisierten Fanszene, die fordern, dass Klaus Vogt zurücktritt, der Präsident, aber die anderen Präsidiumsmitglieder Rainer Adrian und Christian Rüdmüller im Amt bleiben, sich dann im womöglich Herbst auf der Mitgliederversammlung dem Votum der Mitglieder stellen. Die Sorge treibt viele im Verein um, dass die Fanszene dann doch ihren Protest gegen das Vorgehen der letzten Wochen nochmal Ausdruck verleiht am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim. Deshalb wurde ja auch sehr, sehr viel gesprochen hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen, dass zumindest bei allem Protest das Spiel ordentlich über die Bühne gehen kann, der VfB seinen sportlichen Höhenflug fortsetzen kann und dann auch wieder was gut machen kann, denn im Hinspiel gab es ja eine Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim. Also es bleibt vereinspolitisch spannend, womöglich kommt noch vor dem Spiel das ein oder andere Statement aus dem Verein, von den Fans. Wir verfolgen es gespannt und schauen, ob sich der VfB vereinspolitisch aus dieser schier unlösbaren Situation doch noch einigermaßen lösen kann. Vielen Dank, Dirk Preis, unser Sportchef. Und auch hier zu diesem Thema packen wir euch ganz, ganz viele Links in die Shownotes. Das haben wir in den vergangenen Wochen auch so gemacht, wollen euch da wirklich den bestmöglichen Rundum-Service bieten. Und sollte sich auch aktuell was tun, also jetzt in den Tagen, gerade vor Ostern, dann lest ihr das natürlich auch bei uns auf unseren Portalen. Und wir versuchen dann auch in der kommenden Woche nach dem Heidenheim-Spiel wieder darauf einzugehen und euch mitzunehmen, so gut es geht, was diese ganze Thematik angeht, denn es meldet sich natürlich so gut wie jeder mal zu Wort und das alles mal ein bisschen sozusagen einzuordnen und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, das sehen wir als unsere Aufgabe an und hoffen, dass wir euch da einigermaßen gut beliefern können. Dann würde ich sagen, nachdem wir dieses etwas schwerere Thema hatten, lass uns über positivere Dinge sprechen, aber erstmal fahren wir einen Jingle ab. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Unsere NLZ-News. Und ich würde sagen, Jürgen, das ist einer der Punkte, warum wir dich hier vor allem mit reingeholt haben. Du hast dich viel beschäftigt, nicht nur mit dem Tabellenführer, den Stuttgarter Kickers, sondern auch mit dem VfB 2, der in der Regionalliga tatsächlich jetzt einen sehr, sehr guten Start hatte nach Beginn der Restrunde. Also das kann man wohl sagen. Das sind jetzt 4 Spiele im Kalenderjahr 24 und da hat man 10 Punkte geholt, das kann sich wirklich sehen lassen. Das ging ja los gegen Balingen, gegen die starke TSG-Truppe unter dem neuen Trainer Murat Isik, als der VfB da noch einen 0-2 Rückstand aufgeholt hat. Und danach folgten 3 Siege, 3 Last-Minute-Siege, als man immer kurz vor Schluss zugeschlagen hat, gegen Waldorf, gegen Freiburg und zuletzt ganz besonders natürlich beim Spitzenteam FC 08 Homburg. Und es zeigt einfach, dass die Truppe mental gut drauf ist, dass sie sehr gut gearbeitet hat im körperlichen Bereich in der Vorbereitung. Denn alle Tore, die der VfB 2 in diesem Kalenderjahr erzielt hat, die fielen ab der 70. Minute. Und das zeigt schon, dass die Truppe da wirklich körperlich topfit ist, mental voll da ist und einen richtig guten Job macht unter ihrem Coach Markus Fiedler. Und das muss man ja sagen, die Truppe ist ja wirklich ersatzgeschwächt. Ne? Es fehlt Samuele Di Benedetto, es fehlt Alexander Kreuz, beide langfristig, Wadenbeinbruch der eine, Meniskusriss der andere. Zudem fehlt seit 3 Spielen der Dejan Gallien, das ist der mit 15 Toren immer noch beste Torschütze der U21. Und in Homburg musste man dann auch noch auf den gesperrten Moussa Cissé verzichten. Dann waren noch diverse Spieler auf Länderspielreisen, wie der Torwart Dennis Simon, wie das Herzstück im Mittelfeld, der Laurin Ulrich und der Raul Paula. Also das zeigt auch mit dieser
mit diesen personellen Handicaps ist die Truppe in der Lage zu punkten. Ja, und du konntest mit dem Trainer des VfB 2, mit Markus Fiedler, auch jetzt zuletzt sprechen, gerade nach diesem wichtigen Auswärtssieg in Homburg. Ich glaube, der war vor allem auch deswegen wichtig, weil da nach der Hinrunde noch eine Rechnung offen war mit den Saarländern. Wie wirkte Markus Fiedler auf dich? Wir hatten ihn ja vor ein paar Wochen in Podcast, da hatte sich noch nicht ganz so in die Karten schauen lassen, nach dem Motto, wo wollen wir hin? Wir wollen natürlich jedes Spiel unsere bestmögliche Leistung bieten, aber jetzt nach diesem Start hat er auch ein bisschen breitere Brust. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, die hat er natürlich. Ich meine, dieses 1:8 gegen FC 08 Homburg aus der Hinrunde, ich meine, das Ergebnis spricht für sich, das schmerzt. Und wenn man da auswärts bei so einem Team 2:1 gewinnen kann, es gibt ja nichts Besseres, als da selbstbewusst in den weiteren Saisonverlauf zu gehen. Ich habe ihn dann natürlich schon gekitzelt. Der VfB spielte Freitagabend, samstags dann die Kickers zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2. Und dann habe ich ihn schon gefragt, Mensch, wie intensiv hat er denn den Live-Ticker verfolgt? Und er hat dann schon gewusst, hat mit dieser Frage gerechnet. Er sagte dann, ja, ich schaue alle Spiele im Live-Ticker und verfolge sie. Auf was ich raus wollte, ist natürlich, dass der Rückstand dann nur noch 5 Punkte jetzt beträgt auf die Kickers. Und das direkte Duell am 27. April gibt es ja auch noch. Aber da muss ich sagen, da ist der Markus Fiedler natürlich schon sehr darauf bedacht, da nicht sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Er sagt einfach die üblichen Floskeln von Spiel zu Spiel. Sie wollen natürlich das Maximale rausholen. Aber sagen wir mal so, die Favoritenrolle, jetzt wenn man wirklich danach schauen möchte, dass man vielleicht noch einen Aufstiegsplatz belegt, das ist ja nur der erste Platz, der dazu berechtigt, dann hält er natürlich den Ball extrem flach. Ja, du verfolgst ja die Regionalliga noch ausführlicher als viele andere. Ich würde sagen, keiner bei uns auch in der Redaktion hat die Regionalliga so im Blick. Natürlich auch, weil du viel bei den Kickers bist. Die haben jetzt am Wochenende, du hast es angesprochen, 1:3 verloren gegen Eintracht Frankfurt 2. Wie nimmst du die gesamte Situation in der Regionalliga wahr? Also die Kickers noch 5 Punkte Vorsprung, dann ist da Hoffenheim 2, da ist der VfB 2. Wie ordnest du das ein gerade? Und würdest du weiterhin sagen, die Kickers haben da schon die Nase vorn, oder? Also es ist jetzt schon eine spannende Konstellation an der Tabellenspitze. Die Kickers sind jetzt nicht so top rausgekommen. Sie haben am Anfang 4:0 gegen Steinbach gewonnen, dann 4 Punkte geholt aus Balingen und Aalen, ohne jetzt spielerisch zu glänzen. Und jetzt kam dieser Rückschlag gegen Eintracht Frankfurt 2, die erste Niederlage nach 16 Spielen ohne Niederlage. Ne? Also ja, die Kickers sind 5 Punkte vorne. Allerdings hat Hoffenheim 2 noch ein Spiel weniger. Die spielen am 17. April noch in Steinbach, könnten also jetzt vor dem Spiel am kommenden Samstag ja gegen die Stuttgarter Kickers mit einem Sieg auf 2 Punkte rankommen und dann sozusagen im Nachholspiel sogar vorbeiziehen. Also es bleibt spannend da oben, das muss man klar sagen. Und auch der VfB mit 5 Punkten Rückstand hat ja auch noch, wie gesagt, das direkte Duell gegen die Kickers. Da haben sie genauso wie gegen Homburg noch was gut zu machen, die kleinen Weiß-Roten. Da haben sie ja vor Rekordkulisse in der Hinrunde mit 0:2 verloren gegen die Kickers. Und da werden sie genauso wie gegen Homburg sehr darauf brennen, eine Revanche zu erzielen. Von dem her bleibt es da oben spannend. Und ich halte für ein ganz wichtiges Spiel jetzt am kommenden Samstag den Auftritt der U21 des VfB gegen die ebenfalls wieder sehr stabilen Kickers aus Offenbach. Ja, das ist das nächste Spiel, was ansteht. Samstag 14 Uhr ein Heimspiel übrigens, für alle, die Zeit und Lust haben. VfB 2 gegen Kickers Offenbach, großer Traditionsverein, macht immer Spaß gegen die, auch rein atmosphärisch. Wie siehst du denn generell die Entwicklung beim VfB 2? Ich meine, natürlich ist das eine Mannschaft aus dem NLZ. Ne? Also es ist viel Fluktuation, es tut sich viel personell jedes Jahr. Aber nachdem, also ist zumindest mein persönlicher Eindruck, nachdem der VfB 2 im letzten Jahr da wirklich viel kämpfen musste und auch tabellarisch nicht wirklich gut aussah, ist das schon in dieser Saison deutlich stabiler. Woran machst du das fest, dass der VfB da in dieser Saison da ein bisschen positiver unterwegs ist? Also meine Einschätzung ist die, dass der Markus Fiedler als Trainer ein bisschen eine andere Herangehensweise an die Mannschaft hat, dass er einfach mehr diese Grundtugenden einfordert, einfach das, was eben dieser viel zitierte Männerfußball ausmacht, dass der mehr zum Tragen kommt, als das unter seinem Vorgänger der Fall war. Und das wirkt sich aus meiner Sicht einfach positiv aus. In dieser Liga
wo es wirklich rustikal zur Sache geht, muss ich diese Tugenden auf den Platz bringen. Und das macht der VfB ganz gut. Egal ob auswärts oder zu Hause. Vielleicht das noch, Christian, als Stichwort. Heimspiel ist ganz gut gegen Offenbach. Es ist aber im Gazi-Stadion. Ne? Das stimmt. Fiedler sagte zu mir, am liebsten würden sie schon alle Spiele zu Hause in ihrem Schlienstadion austragen. Das ist ihr Wohnzimmer. Das Gazi-Stadion auf der Walda ist ihre Ausweichspielstätte. Aber sie haben nicht eben das Derby gegen die Kickers, haben sie da oben mit 0-2 verloren, okay. Aber sie haben oben unterm Fernsehturm auch Eintracht Frankfurt 2 mit sage und schreibe 6-0 bezwungen. Und der Markus Fiedler hat auch selbst noch persönlich gute Erinnerungen an das Gazi-Stadion, denn als U17-Trainer hat er damals im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft hat der BSC mit 1-0 geschlagen. Von dem her soll es also nicht an dieser Spielstätte scheitern, wenn die Aufholjagd des VfB 2 jetzt gegen Offenbach fortgeführt wird. Ja, und Kickers Offenbach ist ja auch, wie ich finde, schon seit einigen Jahren in der Regionalliga wie so ein schlafender Riese. Ne? Werden immer vor der Saison so als Mitfavorit gehandelt, einfach auch aufgrund des Namens und auch aufgrund der Historie. Aber in der Saison funktioniert es da nie, klickt es irgendwie nie. Ich glaube, gegen den VfB hatten sie zuletzt eine ganz ordentliche Bilanz. Einmal hat der VfB dort einen Auswärtssieg gelandet, kurz vor Schluss. Ich meine sogar, das war in der Hinrunde, Jürgen, korrigier mich. Aber irgendwie wird man aus diesen Kickers nicht so ganz schlau. Also aus den Kickers aus Offenbach. Die Stuttgarter Kickers, die liefern ab. Das stimmt. Das ist ja auch mit ein Grund, warum jetzt viele zum Beispiel sagen, mit Blick auf die Stuttgarter Kickers, bei dieser Ausgangslage, die sie haben mit diesen 5 Punkten Vorsprung, mit diesen Punkten, die sie eben schon eingefahren haben, mit dieser Euphorie, die nach dem Aufstieg da war, um mal kurz jetzt in das blaue Lager umzuschwenken, nutzt die Chance in dieser Saison. Stichwort Kickers Offenbach, die werden in der neuen Runde einen neuen Anlauf machen. FC Homburg, wenn sie nicht schaffen, wird einen neuen Anlauf machen. Der SC Freiburg 2 kommt sicher aus der dritten Liga runter, möglicherweise auch Waldhof Mannheim. Sprich, die Konkurrenz in der neuen Saison der Regionalliga wird sehr groß sein. Für die Kickers, ja. Für den VfB, von dem her, wenn es möglich ist, die Gunst der Stunde nutzen und möglichst in dieser Runde den Sprung in die dritte Liga schaffen. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen auf dem Schirm. Es ist wirklich einfach auch spannend, was da aus der dritten Liga eben vermutlich runterkommt. Das habe ich in der vergangenen Woche mit Philipp schon ausdiskutiert. Ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass der VfB 2 auch nicht im Abstiegskampf der Regionalliga drin ist, weil man vermutlich bis ganz zum Schluss gar nicht wissen wird, wie viele Absteiger es eigentlich geben wird. Das ist auch immer so ein bisschen undurchsichtig. Deswegen glaube ich, können wir aus Stuttgarter Sicht wirklich froh sein, dass es da in der Regionalliga in dieser Saison so läuft. Wie siehst du denn, abschließende Frage vielleicht noch zum VfB 2, die Chancen für die Jungs aus dem Team, Stichwort Durchlässigkeit, dass man den einen oder anderen vielleicht irgendwann mal auch bald bei den Profis sehen kann? Hast du da jemanden im Blick? Ach, da gibt es sicher viele, die da in Frage, oder einige, die in Frage kommen. Ich glaube, der Raul Paula hat natürlich schon bewiesen, mit seinen technischen Fertigkeiten, auch mit seiner Torgefährlichkeit, was er da bewegen kann. Also Denny Simon im Tor ist ja ohnehin im Profikader. Dejan Gallien hat seine Torgefährlichkeit eindrucksvoll bewiesen. Und wer mir auch immer gut gefällt, ist der Mathis Hoppe, der doch mit sehr viel Dynamik da immer die rechte Seite beackert. Finde ich auch einen sehr guten Mann. Hätte ich mir vielleicht auch mal gewünscht, dass er eine Chance bekommt. Also es gibt da schon einige, die da gut drauf sind. Raul Paula hast du gerade angesprochen, gutes Stichwort, denn das ist einer der VfB-Akteure, die absolut performt haben jetzt während der Länderspielpause. Um so ein bisschen umzuschwenken, weg von der U21 hin zur Länderspielpause, die es auch beim Nachwuchs gab, denn Raul Paula hat einen Doppelpack erzielt für die U20 des DFB. Beim 4-4 gegen Frankreich hat er absolut überzeugt und dem Spiel somit seinen Stempel aufgedrückt. Sicher eine der positivsten Geschichten am vergangenen Wochenende. Ansonsten muss man sagen, ist, was mit Blick auf die Länderspielpausen angeht, aus DFB-Sicht nicht viel Positives passiert. Die U19 ist in der Elite-Runde gescheitert. Da gab es Niederlagen gegen Kroatien und eine späte Niederlage auch gegen Rumänien. Und da hat man somit die Endrunde verpasst. Gleiches gilt für die U17 des DFB, die auch in der Elite-Runde gescheitert ist. Da lag es am Ende an einem Tor. Da haben dann Portugal und Kroatien die Endrunde erreicht. Und bei Deutschland hat hinten raus ein Tor gefehlt, weil man mit 2-3 dann noch gegen Portugal verloren hat in diesem letzten Spiel. Das heißt, da nicht die allerbesten Geschichten, aber die VfB-Torhüter, die konnten sich auszeichnen. Dennis Simon, Florian Hellstern, Tom Walz, die standen für ihre Auswahlmannschaften auf dem Platz. Kommen jetzt nicht mit den allerbesten Erfolgsgeschichten zurück, aber immerhin, Erfahrung ist Erfahrung und
tatsächlich, so blöd klingt, das kenne ich aber auch als, wenn ich an meinen eigenen Hitzkopf denke in jungen Jahren, aus den Niederlagen lernt man dann manchmal doch vielleicht sogar mehr als von den Siegen und das mitzunehmen, abzuhaken und das nächste Mal besser zu machen. Ich glaube, das schreibt man beim DFB ganz groß, denn das muss man sagen, so erfolgreich jetzt dieses Spiel in Frankreich war und so wie euphorisch man jetzt fast schon auf die Europameisterschaft der Profis blickt. Der Nachwuchs ist einfach das Wichtigste, da kommen die Spieler nach, da werden die Talente groß gemacht. Und dass die U19 und U17 EM-Endrunden verpassen, ist nicht gerade das Beste. U21 auch gestolpert, 0-0 gegen den Kosovo gespielt. Also da darf man, glaube ich, aus DFB-Sicht auf keinen Fall den Fokus verlieren. Dann sei noch abschließend erwähnt, dass es dann auch für die U19 und U17 dann auch im 1. April weitergeht, weil eben jetzt gerade noch Länderspielpausen anstehen. Die U19, die reist am 7. April zur Eintracht Frankfurt und die U17, die empfängt einen Tag vorher am 6. April die TSG Hoffenheim. Und VfB 2, die U21 haben wir erwähnt, nochmal vielleicht, damit ihr es euch auch notieren könnt. Samstag 14 Uhr, jetzt am kommenden Samstag, Heimspiel gegen die Kickers Offenbach im Gazi-Stadion auf der Waldau. Wahnsinnig erfolgreich hingegen war das vergangene Wochenende für die VfB-Frauen und ich glaube gar nicht, was da bei mir auf dem Zettel steht. 9:1 der Auswärtssieg der VfB-Frauen, die damit weiter an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg bleiben. Vor allem im zweiten Durchgang ging es da toretechnisch richtig ab. Man konnte allerdings den Verfolger SC Sand 2 auch nicht wirklich abschütteln. Die haben ihres Zeichens auch mit 3:0 gewonnen, haben 2 Punkte Rückstand auf die VfB-Frauen. Das heißt, rein tabellarisch hat sich da nicht viel getan. Am letzten Spieltag übrigens steht da in der Oberliga das direkte Duell an. Sand gegen VfB. Dennoch 9:1, dass ich das hier mal auf meinem Zettel stehen haben würde, hätte ich auch nicht gedacht. Wie genau das vergangene Wochenende aus Sicht der VfB-Frauen abgelaufen ist, das haben natürlich jetzt unsere Experten wieder für euch. VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Kantersieg. Das ist das einzige Wort, was den Sieg der VfB-Frauen vom vergangenen Wochenende hervorhebt, bei der ganzen Euphoriewelle, auf der gesamte VfB Stuttgart sportlich aktuell schwimmt. Ins Schwimmen kam dabei mehrmals die Abwehr des Gegners TSV Tettnang. Denn trotz der frühen Abreise aus Stuttgart und des krankheitsbedingten Ausfalls von Jana Bäuschlein war die Truppe von Heiko Gerber am Rande des Bodensees von Minute 1 an on fire. Zweimal Selenski, zweimal Islacker und jeweils einmal Kopp, Spengler, Fleischmann, Temay und zum Ende Sophie Geiring sorgten bei einem Gegentreffer für einen nie gefährdeten 9:1 Auswärtssieg und damit natürlich zum höchsten Ergebnis, das eine VfB-Frauenmannschaft in einem Pflichtspiel je erzielte. Da der SC Sand 2 seine Aufgaben allerdings auch erledigte, bleibt es dabei, erster VfB-Frauen 2 Punkte vor dem engsten Verfolger. Selbstbewusst dürfen die Mädels nun in das Halbfinalheimspiel des Landespokals am Ostersamstag gegen den VfL Herrenberg gehen. Hier hat die Mannschaft nach dem schwachen Auftritt unlängst in Herrenberg etwas gut zu machen. Anpfiff erfolgt, wie gesagt, am Ostersamstag um 13 Uhr an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Da die Herren erst sonntags spielen, wäre es super, viele, viele Fans würden die Frauen zum Einzug in das Finale anfeuern. Ob dabei Jana Bäuschlein und eventuell auch Nadel Geiring wieder mitmischen können, wird die Trainingswoche zeigen. Eine kurze Info aus dem Nachwuchs der VfB-Frauen noch. 3 Mädels der B-Juniorinnen weilten vergangene Woche mit dem Auswahlteam des Landesverbandes beim U16-Länderpokalturnier in Duisburg. Dort, wo die Mädels in Spielen von den entsprechenden Nationaltrainern der Juniorinnen gesichtet werden. Lene Müller vom VfB ist hier zu nennen, die bereits im Fokus der DFB-Auswahl steht. Insgesamt schlossen die WFV-Mädels das Turnier auf dem 2. Platz ab. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Am Ostersonntag gibt's Besuch von der Ostalb. Denn der erste FC Heidenheim gastiert beim VfB Stuttgart. Es ist das Spiel der beiden württembergischen Teams in der höchsten deutschen Spielklasse. Gibt's auch nicht so oft. Ich erinnere mich daran, dass es mal vor vielen, vielen Jahren mal ein Spiel gegen SSV Ulm gab. Im tiefsten Winter im Donaustadion. Die Hinrunde jetzt in Heidenheim lief aus VfB-Sicht auch nicht so wirklich erfolgreich. Da verlor man mit 2:0 an einem ziemlich ungemütlichen Herbstabend.
Mal schauen, wie dieser Frühlingsabend sein wird. Jürgen, wie nimmst du den VfB wahr in den vergangenen Wochen und wie nimmst du die Heidenheimer wahr und wen siehst du da vorne, beziehungsweise was erwartest du für ein Spiel am Sonntag? Ja, ich glaube, über den VfB müssen wir gar nicht mehr so viel reden. Das ist allen bekannt, dass man da wirklich die Mannschaft der Saison darstellt, zusammen mit Bayer Leverkusen. Also da läuft's rund, das muss man ganz klar sagen. Und da ist der VfB natürlich auch der glasklare Favorit. Aber wie auch du schon erwähnt hast, im Hinspiel gab es eine 0-2 Niederlage. Und da lief ziemlich viel schief für den VfB. Und von dem her, ja, also die Heidenheimer werden natürlich mit allem, was sie haben, sich wehren, kämpfen von der ersten bis zur allerletzten Sekunde. Von dem her, ja, kommt es vielleicht einfach auch drauf an, welches Team auch da besser in das Spiel reinkommt. Also das wird für mich entscheidend sein, ob es bis zum Schluss umkämpft bleibt oder ob es dann eben doch eine klare Sache für den Favoriten VfB gibt. Ja, ich erinnere mich an das Hinspiel, bin selbst vor Ort gewesen im Stadion in Heidenheim. Und es war diese Phase in der Bundesliga, als der VfB in der Woche zuvor in der Bundesliga gegen Hoffenheim unglücklich verloren hat und dann auswärts in Heidenheim eben auch. Und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, gibt es da vielleicht jetzt den kleinen Knick aus VfB-Sicht. Das wissen wir alle, das ist da glücklicherweise nicht passiert. Aber es war einer dieser Abende in Heidenheim, der gezeigt hat, womit man den VfB knacken kann, wenn er nicht an sein Limit geht und wenn der Spielverlauf nicht ganz ihm da reinläuft. Und was natürlich, glaube ich, allen, die dieses Spiel gesehen haben, egal ob vor Ort oder vorm Fernseher, alle, die dieses Spiel gesehen haben, absolut hängen geblieben ist, ist die Standardstärke der Heidenheimer oder, wenn man es umdreht, die Standardschwäche des VfB gewesen. Also das hat auch Alex Nübel nach dem Spiel gesagt, daran erinnere ich mich, gesagt, bei jeder Ecke der Heidenheimer, da brannte es lichterloh bei uns im Strafraum. Und eigentlich hätte auch schon längst eine der Ecken im ersten Durchgang zu einem Tor führen können. Am Ende war es dann erst eine irgendwann um die 70. Minute rum, was dann den Heidenheimer das 1-0 gebracht hat. Dazu hat Silas noch einen Elfmeter in die Wolken geschossen, vorher beim Stand von 0-0. Also das war ein sehr, sehr unglücklicher Abend. Aber wenn es was gibt, was ich beim VfB als weitere Stärke, wir haben schon viel über Stärken des VfB gesprochen, aber wenn es was gibt, was ich als wirklich große Stärke des Hoeneß VfB sehe, dann ist es, dass man sich solche Niederlagen zu Herzen nimmt, aber nicht in der Form, dass man groß jammert und sich ärgert, sondern der Gestalt, dass man das beim nächsten Mal besser machen will. Ich glaube, das hat dieses Spiel in Heidenheim, in Hoffenheim vom VfB sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Da hat man zu Hause verloren und ich hatte dieses Gefühl, dass diese Hinspielniederlage gegen die Hoffenheimer bei jedem Spieler zu jeder Sekunde auf dem Platz ein Stück weit präsent war, nach dem Motto, das lassen wir nicht nochmal zu. Das passiert uns nicht nochmal, dass ihr uns hier den Schneid abkauft. Und wenn der VfB mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung gegen Heidenheim auf den Platz geht, dann sollte sich vermutlich die größere Klasse durchsetzen. Aber, Jürgen, die Heidenheimer, die zeigen, dass sie in dieser Saison schon viele geärgert haben. Also ich erinnere dran, unentschieden in Dortmund. Dann haben sie auch beispielsweise bei Werder Bremen auswärts deren großes Jubiläum total gecrashed. Die hatten irgendwie die größte Choreo der Vereinsgeschichte und am Ende kommen die Heidenheimer her und gewinnen einfach mal in Bremen. Die sind so jemand, der einfach zäckig ist, die Konkurrenten ärgert, diese Rolle auch als Underdog aufnimmt, aber im Gegensatz zu den Darmstädtern, dem anderen Aufsteiger, der schweren Stand hat in der Bundesliga, das auch in Punkte ummünzt. Ne? Ja, also absolut. Also wenn es Parallelen gibt in der Runde, spielen beide württembergischen Clubs, der VfB und Heidenheim, eine außerordentliche Saison. Das muss man eindeutig sagen. Und was die Heidenheimer einfach auszeichnet, finde ich, sie machen einen Eindruck als und spielen auch so, als ob sie schon immer ein Teil dieser Bundesliga wären. Dabei sind sie das allererste Mal in der Vereinsgeschichte in der Belletage. Also das ist wirklich aller Ehren wert, wie die kämpfen, wie die bereit sind und wie sie auch wirklich schlechte Phasen auch wegstecken. Also das ist eine Kunst, ruhig zu bleiben. Das zeichnet diesen Verein aus, das zeichnet die handelnden Personen aus, wie jetzt vielleicht der VfB im sportlichen Bereich da auch endlich mal auf so einem Wege ist. Aber bei Heidenheim ist das schon seit 17 Jahren der Fall, dass man sich von kniffligen Phasen nicht aus der Bahn werfen lässt. Dafür steht Frank Schmidt, dafür steht der Vorstandsvorsitzende Holger Sandwald. Zwischen diese beiden Personen, da passt kein Blatt Papier. Die geigen sich auch mal hart und direkt die Meinung. Ja, aber dann ist danach keiner angefasst, da ist keiner beleidigt, sondern die gehen dann konstruktiv im Sinne der Sache, im Sinne des Vereins wieder da vorne und den nächsten Schritt. Von dem her,
muss ich sagen, der Klassenverbleib ist ja für den FCH bei 10 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz so gut wie safe. Das schaffen die, auch wenn jetzt zuletzt nach diesem Sieg in Bremen, den du ja angesprochen hast, es dann 5 Spiele gab, die man nicht gewonnen hat, wo man einmal richtig schlecht gespielt hat in Augsburg. Aber trotzdem, die Mannschaft wird auch aus dieser Phase, so schätze ich den Verein ein, herauskommen. Und aus dieser Phase stellt dann auch einen wichtigen Entwicklungsschritt dar für diesen Neuling. Ich beobachte die Heidenheimer ja auch schon seit über 10 Jahren, muss ich sagen. Ich war damals, als ich noch beim anderen Arbeitgeber war, viel in der dritten Liga unterwegs, fast jedes zweite Wochenende da in Heidenheim im Stadion gewesen. Und auch die, man muss ja sagen, das ist ja jetzt nicht die absolute Cinderella-Story. Auch die hatten Rückschläge, auch die haben am letzten Spieltag mal was verpasst. Das ist nicht so, dass es alles total immer nur bergauf ging. Aber ich glaube, auch da vielleicht wieder Bezug nehmend auf das, was ich vorher zum Nachwuchs gesagt habe, die wussten auch mit diesen Rückschlägen einfach sehr gut umzugehen und die dann umzumünzen und sagen, pass auf, das nehmen wir so an und wir gucken, wie wir da weitermachen. Und jetzt ist es eben so, wie es ist. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum die Heidenheimer sich in der Bundesliga so leichter tun oder so besser punkten als die Darmstädter? Weil auf den ersten Blick könnte man als normaler Fußballfan, der auf die Bundesliga schaut, sagen, dass die eigentlich beide dieselben Startvoraussetzungen hatten, aber die einen machen es und die anderen nicht. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, also es gab ja schon mal einen Aufsteiger, zum Beispiel Sportvereinigung Greuther Fürth. Die haben in der Saison 21/22 18 Punkte geholt. Sang- und klanglos sind die abgestiegen. Die haben damals gedacht, ja, wir versuchen jetzt einfach in der Bundesliga mitzuspielen. Das war der grottenfalsche Ansatz. Das ist jetzt vielleicht bei Darmstadt nicht ganz so der Fall, aber Fakt ist, dass der FC Heidenheim, die parken zwar auch nicht 2 Busse vorm Strafraum, aber die spielen Ergebnisfußball. Ne? Dafür ist der Frank Schmidt einfach auch ein extremer Wettkampftyp und die spielen da ergebnisorientiert. Das ist die FCH-DNA, die einfach 1:1 auf die Bundesliga übertragen haben. Und dann haben sie natürlich schon auch an Qualität zugelegt. Durch den Dinschi beispielsweise. Der Kleinsinn hat sich weiterentwickelt. Beste, also sie haben dann auch mehr Tiefe, mehr Tempo als in der zweiten Liga noch und haben dazugelegt, haben ihre Mentalitätsmonster wie Lenny Meloni behalten. Ja, also da passt die Mischung zwischen dieser Ergebnisorientiertheit und auch dem spielerischen Steigerung, die sie geleistet haben. Ich würde sagen, du hast da schon mal einen sehr guten Einblick gegeben in den ersten FC Heidenheim, atmosphärisch und spielphilosophisch vielleicht. Was die reinen Zahlen angeht, haben wir natürlich unseren Experten, wie jede Woche, Felix, bitte. Der Mein VfB Gegnercheck, unser Blick in die Datenbank. Es ist das Duell des Dritten mit 56 Punkten gegen den Elften mit 29 Punkten. Heidenheim hat bisher ein Auswärtsspiel gewonnen. In der Formtabelle der letzten 5 Spiele ist das Duell von Platz 2 gegen Platz 15. Bisher gab es nur 2 Heimspiele in der Geschichte gegen Heidenheim, natürlich beide in der zweiten Liga, eine 1:2 Niederlage und ein 3:0 Sieg. Der VfB ist nun seit 8 Spielen ungeschlagen. Es ist die beste Serie der Schwaben seit 8 Jahren. Der VfB hat nach 26 Spieltagen schon 60 Tore erzielt. So oft hat die Stuttgart zu diesem Zeitpunkt seit 1996, 1997 getroffen, noch einmal mehr damals. Das dürfte der geteilt besten Chancewertung der Bundesliga liegen, 11,8% wie die Bayern. Leverkusen nutzt 11,7%. Getroffen haben die Stuttgarter geteilt am drittmeisten in der Liga. Der erste FCH steht hier mit 35 Toren auf Platz 12. Der VfB hat die zweitwenigsten Gegentore kassiert, 29. Heidenheim ist mit 43 hier auf Platz 8. Der Aussteiger hat 2 der 6 Dauerbrenner in seinen Reihen. Torwart Müller und Innenverteidiger Meinke haben noch keine Minute verpasst. Eckspieler gibt es nur auf Seite der Heidenheimer. Kevin Müller war beim VfB 2, Kevin Sessa in der VfB-Jugend. Ab in die Bundesliga-Vergleiche. In der Passquote ist es Platz 3 gegen Platz 17 in der Liga. Karas und Schüller sind individuell in den Top 7. Im Ballbesitz Platz 4 gegen Platz 18. Auch in den gewonnenen Zweikämpfen sind die Stuttgarter vorne. Platz 4 gegen 10. Meinka, Kleins und Karas sind in den Top 5. Bei den Kopfballduellen sind die Heidenheimer besser. Platz 13 gegen 3. Kleins und Meinka in den Top 5. Der Aussteiger hat eine Flagge mehr aus dem Spiel geschlagen. Platz 9 gegen 8. Das ist nach den erhaltenen Karten das fairste Duell der Bundesliga. Platz 18 gegen Platz 17. Bei den VSM-Gegner ist Heidenheim aber etwas ruppiger unterwegs. Platz 15 gegen 2. Tim Kleins fault am meisten in der Liga. Heidenheim ackert
Sport. Das sieht man auch an der Laufdistanz. Der VfB auf Platz 11, Heiner wieder auf der 2. Spitzenreiter sind sie bei den Sprints. Der VfB auf Platz 12. Kleins ist auch hier auf Platz 1. Dazu Beste auf der 4. Ähnliches Bild bei den intensiven Läufen. Platz 13 VfB, Platz 3 FCH. Wieder Kleins auf der 1. Dazu Maloney auf der 5. Dazu treffen die zwei schnellsten Spieler der Liga möglicherweise aufeinander. Erin Dingchi mit 36,41 km/h geblitzt und Silas mit 36,15. Die Schwaben haben nun orientiert an dem aktuellen Tabellenplatz der Gegner das geteilt schwerste Restprogramm vor sich. Nach dem Spiel gegen Heidenheim sind es noch 7 Saisonspiele, also dann noch 21 Punkte zu vergeben. Gewinnt der VfB gegen Heidenheim, haben die Weiß-Roten selbst bei Siegen der Konkurrenz dann genau die 21 Punkte Abstand auf den 7. Platz. Dies dazu mit deutlich besserem Torverhältnis. Gewinnt der Tabellendritte VfB am Sonntag also, ist der europäische Wettbewerb sicher. Das dürfte neben der Hinrundenniederlage Motivation genug sein für das Spiel am Sonntag, in das der VfB klar als Favorit geht. Vielen Dank, Felix. Und ich habe es, glaube ich, schon vorher angedeutet. Standardsituation sollte man, wenn es geht, irgendwie verhindern. Denn erstens sind die Heidenheimer da wahnsinnig gefährlich. Zweitens bin ich bei Philipp Meisel immer noch nicht den Eindruck, dass der VfB da wirklich sattelfest ist. In Sinsheim war es beispielsweise so, dass es einfach verdammt wenige Standardsituationen gegen den VfB gab. Deswegen ist diese Gefahr gar nicht erst entstanden. Ich glaube, das muss auch der Ansatz des VfB sein, am Ostersonntag zu sagen, wir versuchen gar nicht erst, euch in diese Situation zu bringen, viele Ecken zu haben, viele Freistöße aus dem Halbfeld zu haben, weil das ist eben ein absoluter Gefahrenherd. Und wir haben es gerade auch von Felix gehört, mit Tim Kleindienst natürlich allen voran einer, der da bereitsteht und nur auf solche Situationen lauert. Das haben wir, glaube ich, auch im Hinspiel in Heidenheim sehr, sehr eindrücklich gesehen. Dann wären wir bei unserer allseits beliebten Kategorie Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Das hat sich so ein bisschen bei uns eingebürgert. Wir sagen jetzt nicht mehr Player to watch, Jürgen. Du hast ja einen rausgesucht aus Sicht der Heidenheimer und mit dem konntest du sogar sprechen, richtig? Ja, genau. Das ist der Kevin Müller. Der dienstälteste Spieler im FCH-Dress zusammen mit Norman Teuerkauf. Die beiden sind seit 2015 auf der Ostalb. Und ja, der Kerl hat ja auch eine VfB-Vergangenheit. Aus der Saison 2013-14 war er im Kader der Profis. Hat dann hauptsächlich in der zweiten Mannschaft oder fast nur in der zweiten Mannschaft gespielt unter Trainer Jürgen Kramny. Und ja, die Besonderheit daran ist, dass er damals drei Trainer in einer Saison bei den Profis erlebt habe, nämlich den Bruno Labbadia, den Thomas Schneider und den Hüb Stevens. Und ja, da denkt er immer ein bisschen mit einem Schmunzeln dran zurück, denn in Heidenheim, das muss man niemand erzählen, hat er in Sachen Kontinuität auf dem Trainerstuhl das krasse Kontrastprogramm. Ja, das ist klar. Und Kevin Müller, auch jemand, der, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen schwankt manchmal, aber dann trotzdem auch diese Ausstrahlung hat. Ich erinnere beispielsweise auch an den Elfmeter von Silas im Hinspiel, den hat Silas dann in die Wolken geschossen, da hat Kevin Müller jetzt nicht aktiv was dazu beigetragen, aber er hat schon ein bisschen auch mit seinen Posen, mit seiner Körpersprache direkt angezeigt, pass auf, das wird hier nicht so einfach für dich, das Ding über die Linie zu drücken. Also ich finde, Kevin Müller ist tatsächlich einer der Torhüter, die mit Körpersprache viel machen, vielleicht ähnlich wie ein Riemann in Bochum, die vielleicht nicht zu den allerbesten gehören, aber aus ihren Möglichkeiten das Beste machen und ein Stück weit auch durch ihre Präsenz versuchen halt, einen Gegner ein bisschen zu beeinflussen. Ja, er ist auch ein echter Typ und Frank Schmidt lobt ihn sehr. Er sagt, er hat sich auch gesteigert, er strahlt Ruhe aus, das ist wichtig für die Hintermannschaft. Er ist ein absoluter Führungsspieler, ist auch einer, der Klartext redet, der da richtig gut hinpasst. Als gebürtiger Rostocker ist er da richtig heimisch geworden auf der Ostalb. Er fühlt sich da richtig wohl und ja, also wirklich, er ist da einer, der vorne rangeht, der ein Führungsspieler ist und ja, er kommt ja aus einer Torwartfamilie, der Piekenhagen, der langjährige Rostock-Torhüter, ist sein Großonkel und auch sein Sohn, der Sohn von Kevin Müller, der Pepe, der ist 12, der spielt in der U13 beim FC Heidenheim, also da ist auch für den Nachwuchs gesorgt. Also mal gucken, wie lange er noch in Heidenheim ist. Sein Vertrag läuft bis 2025, der von Frank Schmidt bis 27, vielleicht verlängert er nochmal, mal gucken. Aber auf jeden Fall sagt er, es ist für ihn ein besonderes Spiel. In Stuttgart, da macht er keinen Hehl draus, er denkt da sehr gerne an diese Zeit zurück und hat
viel gelernt, weil es war seine erste Station. Er sagt, ich war das erste Mal in der großen, weiten Welt, als er von Rostock weggegangen ist. Also der Junge freut sich megamäßig auf dieses Spiel in der MHP-Arena am Sonntag. Bisschen wie Maximilian Mittelstädt, der zum ersten Mal aus dem großen Berlin nach Stuttgart gekommen ist und sich hier dann auch sehr, sehr schnell eingefunden hat. Der Spieler, den ich mir rausgesucht habe, ist nicht einer der üblichen Verdächtigen, den man jetzt denken könnte, vielleicht ein Tim Kleindienst oder ein Dingchi oder ein Jan-Niklas Beste. Das sind, glaube ich, die Spieler, die aus Heidenheimer Sicht so ein bisschen in aller Munde sind, auch über die Region hinaus. Ich habe mir Leonard Maloney rausgesucht und das ist, finde ich, auch einer, der absolut diesen Heidenheimer Spirit total verkörpert. Im Zentrum diktiert das Spiel, den Spielrhythmus auch. Der Heidenheimer ist einer, der sich nie zu schade ist, in keinen Zweikampf zu gehen. Ein bisschen vergleichbar mit Atakan Karasor, vielleicht beim VfB Stuttgart, auch ein absoluter Führungsspieler, mittlerweile Nationalspieler der USA. Und das ist ein Spieler, den ich auch schon länger verfolgt habe, auch damals bei den Junioren von Borussia Dortmund, die sich ja damals auch viele epochale Auseinandersetzungen schon geliefert haben mit dem VfB, gerade auf U19-Ebene. Und dass eben so ein Leonard Maloney über den Weg Borussia Dortmund-Jugend, dann erst der FC Heidenheim, den Sprung als Bundesligaspieler zur Nationalmannschaft einer starken Fußballnation, mittlerweile starken Fußballnation, wie die USA schafft. Das ist schon bemerkenswert, weil jetzt am vergangenen Wochenende haben die Amerikaner die Nations League gewonnen, der CONCACAF, das ist sozusagen die Nord- und Mittelamerika Variante der UEFA, da gibt's auch eine Nations League, da haben die USA dann im Finale mit 2-0 gegen Mexiko gewonnen. Also auch bei den Heidenheimern ist es tatsächlich so, dass ein bisschen davon abhängt, welches Personal da ist, zur Verfügung ist, in welcher Form zurückkommt. Beim VfB sind es zugegeben ein bisschen mehr. Ja, Niklas Beste aus Heidenheimer Sicht ist direkt wieder abgereist mit einer Verletzung, konnte also nicht debütieren für den DFB, ist auch noch nicht ganz sicher, ob er spielen wird können in Stuttgart. Aber man sieht auch da, erster FC Heidenheim bringt Nationalspieler hervor. Das ist, glaube ich, immer so ein Kennzeichen, wo dann am Ende dann klar wird, in diesem Verein wird gerade ganz, ganz gut gearbeitet. Und dass das eben bei Heidenheim genauso ist wie beim VfB, ich glaube, das ist mittlerweile auch deutschlandweit bekannt. Jürgen, aus VfB-Sicht, worauf wird es aus deiner Sicht ankommen bei dem Spiel? Ist es so einfach, wie ich sage, Standards vermeiden? Nee, die Heidenheimer können auch mehr, aber der VfB kann auch mehr, ne? Ja, natürlich. Also ich meine, der FCH ist natürlich für sein Umschaltspiel, für sein schnelles Umschaltspiel bekannt. Ist eine Binsenweisheit, schnell in Führung zu gehen, ist immer ein Vorteil. Wenn dem VfB das nicht gelingt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das umkämpfte 90 Minuten wird. Und ja, dass sich gerade solche Mentalitätsmonster wie Maloney da wirklich reinhängen in dieses Spiel, dann kann das wirklich eine interessante Nummer werden. Dann muss ich dich natürlich zum Abschluss nach einem Tipp fragen. Wie geht's denn aus am Ostersonntag? Ja, also da will ich mich auf den Tipp nicht festlegen. Wie ich es formuliert habe, wird es ein enges Spiel, wenn der VfB nicht früh in Führung geht. Ich gebe dir lieber eine andere Prognose ab und das ist die, dass der erste FC Heidenheim möglicherweise langfristig eine Entwicklung nehmen könnte wie der SC Freiburg. Wie gesagt, nicht in ein, zwei Jahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung gehen könnte. Die werden bei sich bleiben. Die werden auch im zweiten Bundesliga-Jahr keine verrückten Transferaktivitäten veranstalten. Von dem her glaube ich, dass man sich da weiterhin auch in Zukunft auf ein württembergisches Duell freuen kann. Zudem übrigens der Frank Schmidt, mit dem habe ich vor kurzem auch mal drüber gesprochen, der hat gesagt, von der Wucht und der Strahlkraft her braucht man ja gar nicht diskutieren, wer die Nummer eins in Baden-Württemberg ist, und er wünscht dem VfB auch das bestmögliche Ergebnis, aber eben mit zwei Ausnahmen. So geht es mir tatsächlich auch mit den Heidenheimern. Ich glaube, das habe ich in der Hinrunde dem Philipp gesagt, dass ich denen tatsächlich in 32 von 34 Bundesligaspielen die Daumen drücke, außer halt natürlich, wenn es gegen den VfB geht. Also normalerweise, Jürgen, kommt man bei uns, ohne einen Tipp abzugeben, zwar nicht aus der Nummer raus, aber die These, die du aufgestellt hast, die ist mutig genug, die nehme ich als Ausgleich. Okay. Christian, dann gehe ich nach mit einem 2-1 Arbeitssieg für VfB. Okay, alles klar. Ich sag 3-2. Ich glaube auch, es wird ein Auf und Ab geben. Es wird viele Tore geben. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass der VfB hinten die Null hält. Aber ich glaube, dass der VfB stark genug ist, vorne genug Akzente zu setzen, um die drei Punkte in Stuttgart zu behalten. Aber dennoch, deine These rund um die Heidenheimer werden wir auch beobachten. Du wirst sicher nicht das letzte Mal bei uns hier im Podcast zu Gast gewesen sein. Vielleicht, wenn wir uns in 2 Jahren nochmal sprechen, schauen wir mal, wo die Heidenheimer sind. Ob sie vielleicht auch zu so einem neuen FC Augsburg auch werden, von dem, glaube ich, auch alle nach dem Aufstieg gesagt haben, ja, 1-2 Jahre, dann sind die wieder weg.
bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Dann haben wir dann doch Tipps abgegeben noch, können euch da draußen noch sagen, dass ihr natürlich alles rund um dieses Spiel am Ostersonntag VfB gegen Heidenheim bei uns nachlesen könnt. Ihr werdet auch auf YouTube, auf unserem neuen Kanal, den wir seit ein paar Monaten haben, auch ganz, ganz schnell nach Abpfiffen ein Video geben und sehen können, was da an Analysen geboten wird. Ich glaube, nach diesem Spiel wird es die eine oder andere Analyse geben. Das wird einiges an Geschichten hergeben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann gilt natürlich auch weiterhin, dass ihr uns folgen könnt, @VfB auf den verschiedenen sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, Insta. Und auf unserem WhatsApp-Kanal ist es tatsächlich passiert, wir haben das VfB-Stadion voll bekommen. Wir haben mittlerweile über 60.000 Abonnenten. Es ist unglaublich. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch da geben wir natürlich viele, viele Einblicke rund um unsere Arbeit, aber natürlich auch rund um den VfB. Und das ist ja immer noch das Allerwichtigste. Jürgen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier so kurz vor Ostern. Ich weiß nicht, gehst du jetzt noch Eier färben oder was hast du vor? Nee, gern geschehen. Ich arbeite weiter. Sehr volles Programm, auch im Handball über Ostern. Und ja, es wird nicht langweilig. Das ist wohl wahr. Vielen Dank. Gerne wieder, auch gerade natürlich, wenn es auch um den Nachwuchs- und Amateurbereich geht. Da bist du, glaube ich, unsere absolute Nummer eins. Und da nehmen wir deine Einschätzung immer sehr, sehr gerne. Für euch da draußen heißt's schöne Ostern. Macht's euch ein bisschen gemütlich mit der Familie und dann vermutlich am Sonntagnachmittag entweder ab nach Cannstatt oder vor die Glotze und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao. Pod Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.